jeden Fall. Da freue ich mich schon und drauf. Und zwar den neuen Heck. Und hier haben wir echt was richtig Schickes, Modernes. Also designtechnisch einfach richtig geil. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GümerTV. Wir sind's wieder, der Freddy und der Philipp. Das letzte Mal habt ihr uns beide genau vor so einem Fahrzeug, einem ähnlichen Fahrzeug schon mal gesehen. Die Front ist ähnlich, jetzt steht hier aber was anderes drauf beim Schild. Das ist jetzt nämlich ein Globetrotter XLi i7852. Den werden wir euch heute präsentieren. Ihr dürft wahnsinnig gespannt sein. Wir haben so viele geile Sachen in diesem Fahrzeug hier verbaut. Wahnsinn. Allein wenn wir mal ans Heck gehen, wirklich seid gespannt. Freddy, ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie großartig rumreden, zeigen wir erstmal die Highlights, oder? Ja. Genau, also dann viel Spaß mit den Highlights. Also, was hat sich geändert? Wir sehen jetzt erstmal eine neue Front, ne? Komplett neue Front. Das typische Detlefs-Gesicht haben wir jetzt endlich auch im XLi. Dadurch wirkt er natürlich einfach moderner, auch ein bisschen maskuliner. In dem Fall richtig cool Titansilber lackiert. Das ganze Fahrzeug, auch die Frontmaske. Detlefs hat ja vor, ein Familiengesicht einzuführen. Wir sehen es beim Trend, beim Esprit, mittlerweile auch beim Globebus, beim Just. Überall bei den Integrierten sollen die Fahrzeuge jetzt auch künftig so aussehen. Uns gefällt es persönlich sehr gut, weil auf der Straße erkennt man jetzt wirklich einen Detlefs an dem Aussehen. Und ich finde das GT-Design, also mit diesem roten Skidblade unten oder die Beklebung auch an der Seite, in Verbindung mit dem Titansilbermetallic, was wir hier jetzt haben, sieht einfach richtig schick aus. Ja. Ne? Auch richtig sportlich und automotiv. Das passt dann richtig gut zu der Klasse vom Fahrzeug. Dann gehen wir mal auf die Seite, hätte ich gesagt. Auch genau. Ganz neu. In dem Paket haben wir das große GT-Paket drin. Da sind auch die 18 Zöller ORC schon verbaut. Kennt man ja auch von anderen Fahrzeugen. Ich finde die richtig genial. Vor allem die Kombination von den schwarzen Felgen mit dem Silber. Jetzt haben wir hier auch unseren GT-Streifen drauf, also wie bisher das GT-Design. Richtig aufgewertet, meiner Meinung nach. Und was man noch dazu erwähnen darf, wir haben hier das Breitspur-Tiefrahmen-Chassis. Heißt also nochmal extra Fahrkomfort, extra Fahrstabilität. Und unsere Erfahrung jetzt mit dem XLi, wenn man den auf der Straße bewegt, der fährt auch wirklich schön ruhig, entspannt, wie das halt für so einen Liner sich eben auch gehört. Ne? Erst recht auch mit den Felgen natürlich. Ja, ja. Dann fällt da wahrscheinlich auch gleich auf, irgendwie das ganze Design ist viel cleaner. Wir haben ja hier Pushlocks. Geil. Doppelboden natürlich, ist klar. Also vom Grundriss her hat sich jetzt ja nichts geändert, das genau. Kennt man. Das ist komplett winterfestes Fahrzeug. Also wir haben es vorhin mit Detlefs schon besprochen, ein Fahrzeug für 365 Tage im Jahr. Beheizte Leitungen, beheizte Tanks sitzen mit dem Doppelboden mit drin. Hier haben wir unsere große Garage. Auch alles mit Dämpfern. Hier gibt es auch neue Scharniere. Das heißt, die Türen gehen deutlich weiter auf. Das sehen wir dann auch gerade drüben bei der Aufbautür nochmal. Unsere große Garage. Da hat sich an sich, man erkennt es schon am Design, ein bisschen was verändert. Hier haben wir jetzt unsere graue Flächen, wie man es auch aus dem Puls oder auch aus dem Esprit kennt. Und ich mache immer gerne den Test. Ich gehe immer gerne rein, um das bisschen das Raumgefühl wahrzunehmen, aber das passt hier eigentlich auch. Dann würde ich sagen, messen wir das mal nach. Also Stauraum, Klappenmaß, guten. Ja, 1,08 Meter, 1,07 Meter. Ich würde jetzt mal sagen, einfach mal 1,05 Meter, wenn der Dämpfer noch wegfällt. Und drinnen, die Maße sind deutlich höher, also da muss ich es gerade mal umdrehen. Da haben wir jetzt ein Maß von circa 1,15 Meter, ne? Wenn das, ja, 1,15 Meter, Meter konservativ, drinnen, ja. Konservativ 1,15 Meter. Also da passt eigentlich auch gut was rein. Die Breite wäre vielleicht noch nicht unerheblich. Beide klappen ja gleich, ne? 1,03 Meter, also ein guter Meter, ja. Also wie gesagt, kriegt man auf jeden Fall gut was rein. So, jetzt kommen wir aber eigentlich zum großen Highlight, ne? Zum Highlight außen auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Und zwar dem neuen Heck. So, und jetzt darfst du einfach mal gerne aufs Heck filmen. Und ich würde sagen, wir lassen das einfach mal kurz wirken.
weil das sieht so unfassbar geil aus. Also Entschuldigung für die Sprache, aber was Detlef sich jetzt da überlegt hat, wir sehen es jetzt auch schon vereinzelt bei einigen Wohnwagenmodellen, zum Beispiel dem Nomad, aber es sieht halt einfach wahnsinnig schick aus. Ist jetzt hier auch ein Formteil, ob man es hören kann, GFK, Formteil, ja. Also auch nochmal richtig hochwertig, und jetzt haben wir hier wirklich so eine Art Reisebus-Optik, so beschreibt es Detlefs. Es sieht einfach schön aus, es passt wahnsinnig gut zum Fahrzeug und es schmeichelt natürlich auch dieser Premium-Klasse einfach. So gehört sich das meiner Meinung nach auch. Ne? Der ist halt einfach wertiger, es ist alles aus einem Guss. Wir haben ja hier auch die Lackierung, oben sieht man es auch ganz unscheinbar. Die Rückfahrkammer, ja. Die eine Rückfahrkammer ist integriert und die zweite ist hier unten integriert. Also es ist alles nicht mehr aufgesetzt, sondern richtig schön integriert. Die Rückleuchten haben wir angesprochen, hier unsere Rückstrahler mit Detlefs Emblem. Vielleicht kommen die irgendwann ja mal leuchtend. Ja. Wäre auch cool. Das wäre cool. Aber ansonsten, ja. Ich finde es ein richtig geiles Heck. Ja, wenn ich das Fahrzeug jetzt auf der Straße sehe. Und da fahre ich freiwillig hinterher. Ja, genau, wollte gerade sagen. Ne? Da ordne ich mich gerne hinten dran ein, weil das schaut sich einfach echt schön an. Das muss man einfach sagen. Bei der Klappe auf der anderen Seite haben wir das gleiche Spiel. Das ist genauso groß wie auf der linken Seite. Was ich noch dazu erwähnen will, ist jetzt hier ganz schön, weil wir müssen das hier nirgendwo arretieren. Der Dämpfer hält es automatisch, die Klappe, ne? Dass wenn halt mal Wind kommt. Wenn ich es jetzt zumachen will, dann kann ich das Ganze mal zumachen. Aber da muss ich dann einfach ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Das ist aber schön arretiert hier auch. Windfest, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier unsere Elektrikzentrale. Hier ist es auch schon offen. Es gibt jetzt im neuen Modell ja zwei große Elektrikpakete, jeweils immer mit Wechselrichter. Geil, ja. Hier haben wir das große verbaut. Es sind sogar 304 Amperestunden Lithium und noch eine AGM-Batterie dazu, also insgesamt gute 400 Amperestunden. Mit einem 3000 Watt Wechselrichter, dem großen Victron-System, was man auch bisher schon gekannt hat. Und das kleine Paket hat eben nur eine von diesen beiden Lithium-Batterien, also 150 und die AGM und ein 1600 Watt Wechselrichter. Also volle Batterie-Power. Selbst das kleine Paket ist schon ordentlich. Ja, also mit 400 Amperestunden, da können wir mal... Ich will mich nicht festnageln. Das reicht sehr lange. Aber mal eine Woche kannst du da locker autark stehen mit dem Fahrzeug. Ne? Kommt immer auf den Verbrauch drauf an, aber meistens fährt man vorher weg und lädt ja durchs Fahren auch wieder die Batterien, bevor man überhaupt Landstrom benötigt. Solarmodule bietet Detlefs jetzt ab Werk keine an. Da ist aber die Möglichkeit beim Fachhändler, zum Beispiel bei uns auch. Die können wir immer mit drauf bauen. Nachrüsten, und da haben wir dann halt nach oben hin keine Grenzen fast. Ne? Steht man dann immer. Ja. Vom Strom. Immer gut, auch beim XLI natürlich die Rahmenfenster. Finde ich immer eine schöne Sache. Dann haben wir hier die Kassettentoilette. Also beim XLI gibt es dann auch natürlich, wie beim Alpa auch, die Keramiktoilette, also die Keramikschüssel und die Zehacker-Toilette. Also das ist jetzt eben hier nicht verbaut. Außendesigntechnisch sind wir, glaube ich, soweit durch. Wir haben alles so ein bisschen erklärt. Eine Sache haben wir noch. Nicht Design, aber das habe ich drüben schon mal angesprochen. Hier haben wir auch die neuen Scharniere, die Tür geht sehr weit auf, machen Sie mal zu. Die ist auch mit Dämpfer, natürlich auch mit Softclose. Wenn ich die jetzt aufmache, sieht man mal, die geht komplett von alleine auf durch den Dämpfer. Geil. Und die geht sehr weit auf, also die geht schon fast 180 Grad auf. Und Detlefs hat jetzt auch, das sieht man hier, das kann man hier leicht erkennen, einen RFID-Chip eingebaut, mit dem ich dann praktisch nur per Kontakt die Tür öffnen kann. Außenmaße sind 8,65 Meter. Breite ganz normal Standard 2,33 Meter und die Außenhöhe 3,04 Meter. Was jetzt noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, wir haben jetzt ja hier eine technisch zulässige Gesamtmasse von 5000 Kilo im Serienzustand. Ja. Da haben wir in der Leermasse eine Zuladung von 609 Kilo, aber wir können das Fahrzeug auf 5,4 Tonnen auflasten und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, also bis zu einer Tonne Zuladung, wenn ich natürlich die Ausstattung mit reinpacke, ist ein bisschen weniger. Ja, so wie er jetzt hier steht, hat er knapp 4,4 Tonnen. Genau. Und 5,4 Tonnen hat er schon durch das GT-Paket. Also hat eine gute also Tonne. Hat eine knappe Tonne Zuladung. Also plus minus, ne? Und das ist halt schon ordentlich. Also da passt richtig was da rein. Da geht einiges rein und vor allem, wir haben ja echt volle Hütte ausgestattet. Das ist natürlich auch immer ganz interessant für euch dann auch, dass wir hier auch einfach mal so einen Preis haben. Im Grundpreis kostet er 123.999 Euro. Das ist natürlich eine ganze Menge.
Wenn ich den jetzt gut ausgestattet habe, dann lande ich, so wie jetzt hier, bei ca. 170.000 Euro plus minus natürlich. Aber da habe ich einen voll ausgestatteten, fast schon, also wirklich einen Premium-Liner. Ja. Und das ist halt ein sehr unschlagbarer Preis. Und da, wenn ich mir jetzt mal andere Liner in diesem Preissegment anschaue oder in dem Ausstattungssegment, dann schneidet der XLI schon sehr, sehr gut ab. Und man muss halt dann, das sehen wir jetzt gleich drin, auch mal das neue Design sehen. Das ist ein sehr modernes Fahrzeug. Die meisten Konkurrenzfahrzeuge sind dann doch ein bisschen in die Jahre gekommen vom Design eventuell. Und hier haben wir echt was richtig Schickes, Modernes. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch mal rein. Oh ja, oder? Ich freue mich schon. Ja. Gut, dann setzen wir es mal rein. Ach ja, die schönen Luftschwingsitze, die hatten wir am Alpha schon. Fahren wir uns mal nach oben. Das macht echt Spaß. Und das Tolle ist natürlich immer, wenn man sich das entsprechend einstellt. Hoppala. So ist ja wie auf der Kirmes. Auch hier jetzt wieder die Möglichkeit zum Belüften, also zum Kühlen und zum Heizen. Also die Sitze, richtig schön. Durch die Ledermaserung funktioniert das auch ganz gut. Und wir haben jetzt hier schon mal den ersten Eindruck vom Fahrzeug. Und da lässt sich schon mal so ein bisschen was erkennen und also designtechnisch einfach richtig geil, das muss man echt sagen. Das Raumgefühl hier, wenn man hier sitzt, du hast dann wirklich ein Wohnzimmer. Du kannst hier perfekt durchgehen durch das Sideboard, das ist jetzt neu, das serienmäßig. Ich halt wahnsinnig geil, muss ich was sagen. Was man kurz noch dazu sagen muss, hier ist noch der alte Fiat drunter, weil wir sind ja jetzt noch am ganzen Anfang von der neuen Fiat-Generation. Da wird natürlich dann auch der neue Fiat drunter sitzen, also das neue Armaturenbrett wird man hier haben. Aber ich finde dieses Ambiente hier, das ist Platz. Du kannst doch mal hier schön dieses Sideboard filmen. Da werden wir euch natürlich auch noch Highlights einblenden. Aber es sieht halt auch so schön aus. Es ist so ein richtiges Wohnzimmer-Feeling hier drin. Und das Tolle finde ich halt persönlich richtig toll. Schöne Fußablage. Ich hoffe, Detlefs ist mir jetzt nicht böse, dass ich hier mit den Schuhen drauf gehe. Extra nicht die Sohle. Und das Polster kann ich jetzt auch raustun. Und dann habe ich hier nochmal zusätzlich Stauraum. Und wir haben es beim Preisblatt schon gesehen, oder vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir haben jetzt nämlich hier 5 Schlaf- und Sitzplätze in dem Fahrzeug. Das heißt, wenn ich einen 5. Sitzplatz haben möchte, kann ich hier auch optional wieder die klassische Seitensitzbank mit dazu wählen. Ja. Und drunter befindet sich dann der Klappsitz zum Hochklappen. Heißt also, wir sind dieses Jahr auch mit dem XLI in der 5-Personen-Klasse. Also es ist machbar. Ja. Das heißt, wenn ich eine Familie habe und mal zu 5 reisen möchte, dann schaffe ich das mit dem Fahrzeug seit diesem Jahr auch. Kann das optional dazu wählen. Hat auch so ein bisschen gefehlt noch, weil viele... Ja, bei der Größe, ne, da bietet sich's an. Ja. Bietet sich's an, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja genug Platz. Drüben müssen wir es hochheben. Ach so. Anheben. Ah ja. Wir haben einen neuen Fernseher verbaut, 32 Zoll Smart TV. Alphatronics. Der ist auch schön schwenkbar. Kommst du hin? Ja, mach ich mal. Geil. Das ist halt echt. Also wer hier keine Position findet. Dann würde ich sagen, ich klappe mal die Sitze um. Genau, dann lassen wir mal das Hubbett runter. Elektrisch natürlich. Oh. Grüne Bettwäsche, schön. Ich wollte gerade sagen, das sah so aus, als ob es grün beleuchtet ist. Gut, geht noch ein bisschen weiter. Will ich jetzt aber nicht austesten. Und natürlich, toll, Lattenrost drunter. Eine schöne Matratze. Hier haben wir jetzt eine Länge von 2 Meter und 1,50 Meter Breite. Also das Bett gibt auch ordentlich was her. Das ist natürlich dann schön. Und wie gesagt, ne? Es wackelt natürlich ein bisschen durch die Gurte, aber es ist trotzdem stabil und ich kann es in jeder, also in jeder Position anhalten. Genau. Wenn man es ganz runter lässt, liegt es ja auch unten auf, genau. Dann wackelt gar nichts mehr. Genau. Das ist nur, weil wir die Sitze halt jetzt mal schnell nur ein bisschen umgelegt haben. Hier vorne der Tisch ist auch richtig groß. Den kann man auch schön verschieben. Du redest weiter, während ich hier das Bett hochfahre. Genau, wenn ich hinkomme. So, den kann man hier nochmal verschieben und dann könnte man nämlich den Sitz weiter runterlegen, dann wäre auch das Bett ja weiter runtergegangen. Hab ja auch hier die Möglichkeit, dann nochmal ein Zusatzbett draus zu machen mit der Seitensitzbank. Die Wohnwelt nennt sich übrigens Colin. Echtleder in so einem Graubraun. Mhm. Also ich finde, es passt richtig gut dazu, auch mit dem dunklen Betonoptikboden. Und das Holzdekor nennt sich Amberes Oak.
Ambarous Oak. Ja. Also das kennen wir aus dem Bedouin Scandinavia zum Beispiel. Bedouin Scandinavia hat das identische Holz drin. Identisches Design oder ähnliches Design, sage ich jetzt mal. Das Einzige, wo sie es hier abhebt, sind die weißen Klappen mit den Chromgriffen und hier mit dieser gebürsteten Alu-Optik. Edelstahl eher, ja. Das hat auch so ein bisschen so einen modernen, futuristischen Look. Gefällt mir persönlich aber sehr, sehr gut. Und dann in Verbindung hier noch mit dieser Betonbodenoptik, die wir jetzt bei Deadlift schon öfters gesehen haben. Auch das macht sich hier sehr, sehr schön stimmig im Fahrzeug. Das ist das, was ich draußen gemeint habe mit moderner. Ganz, ganz neu. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Wir müssen den Elefanten im Raum hier auch ansprechen. Und zwar die Marmoroptik auf den Oberflächen, auch im Barziehen sehen wir das. Ich kann mich noch daran erinnern, wir wurden gefragt, wie findet ihr das? Und ich persönlich, also ich habe gesagt, ich finde das super, weil das mal was anderes ist. Ich bin eigentlich gar kein Marmor-Fan, aber das wirkt so schön in dem Fahrzeug und hat ein sehr, sehr stimmiges, also ist ein sehr stimmiges Gesamtkonzept. Bisher jeden, den wir gefragt haben oder wo wir jetzt auch gesprochen haben, jeder Person hat das sehr gut gefallen, egal ob sie jetzt Fans von einer Marmor-Optik waren oder nicht. Mir persönlich geht es da nämlich genauso. Ich habe das eigentlich nicht gerne, aber in dem Fahrzeug gefällt mir das sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, wenn es nicht mit drinne wäre, würde mir der XLI nicht so gut gefallen, wie er das jetzt im Moment gerade tut. Sehe ich auch so. Also ich bin auch kein Marmor-Fan, aber in dem Fall, das bringt mal ein bisschen Unruhe rein und der Rest ist alles schön geradlinig und ruhig. Auch der Boden ist jetzt, der bringt keine Unruhe und dann das lockert das Ganze ein bisschen auf. So, in der Küche haben wir auch wieder was Schönes und zwar die Mineralstoffoberfläche. Auch was Massives. Ja. Hier natürlich immer mit Schneidebrett, wie man es kennt. Was wir auch neu haben jetzt in dem Modelljahr, kann man mal da drauf filmen. Wir haben ja hier unser Lichtkonzept mit den vier mit den verschiedenen Lichtebenen. Ja. Da haben wir einen neuen Schalter. Kann ich entweder alle ausmachen, aber ich kann auch, kannst du mal nach oben filmen. An den Baldachin, ja. Oben am Baldachin separat anmachen, aber auch dimmen und hochdimmen. Und das Ganze kann ich unten am Boden machen. Das sieht man jetzt halt leider schlecht, weil es ziemlich hell ist. Und an den Wänden, die indirekte Beleuchtung. So, dann haben wir hier natürlich auch noch unsere Zentralverriegelung für die Küche. Aber das ist ja mittlerweile bei Deadlifts eigentlich in der Oberklasse überall drin. Das ist bekannt. Vor allem die Zentralverriegelung, wenn kein Strom da sein sollte, dann kann man das auch notentriegeln. Dann haben wir hier einen schönen großen Kocher. Auch teilliche Ausführung. Drei Flammen natürlich. Kühlschrank, Backofen, Kombi, den kennen wir ja auch aus anderen Modellen. Von beiden Seiten, der Dometic Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Und das Ganze auch im Gefrierfach. Und oben dann unseren Backofen. Aber jetzt haben wir noch ein neues Highlight. Und zwar über der Tür. Deadlifts Connect. Ne? Wenn ich jetzt hier mal drauf tippe, wir haben jetzt hier kein klassisches Bordpanel mehr. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon gesehen gerade eben, wenn ich jetzt hier mal reingucke, ne? Hier haben wir viele Ähnlichkeiten, wie wir es früher hatten. Die alte Warmwasserheizung, die Duo Control, der Wärmetauscher, auch hier den Sufet kann ich dann hoch und runter fahren und alles noch zur Sattanlage. Aber das alles, was ich jetzt hier gesehen habe, bis auf das Hubbett, finde ich jetzt hier drinne, inklusive meinen Details, die ich sonst auch immer brauche. Nämlich, das ist die Batteriespannung, die liegt jetzt hier komischerweise bei 0% beim Aufbau. Ich sehe hier an diesem Symbol, dass das Fahrzeug am Strom hängt. Das ist der 12-Volt-Schalter, der angeschlossen ist. Und ich kann natürlich dann hier auch meine Füllstände prüfen. Und das Tolle ist jetzt, ich habe hier wirklich eine Multifunktionalität mit drin. Also ist auch wirklich Smart Home at its best, kann man sagen. Ich kann hier die Beleuchtung einschalten, ich kann den Kühlschrank einschalten und auch hier privat, also Bad- und Schlafbereich voneinander trennen. Und dann auch bei der Installation Wasserpumpe separat, Boiler separat. Und dann hier auch nochmal bei der Klimatisierung 12-Volt-Schalter kann hier meine Gradzahl einstellen und das lässt sich dann auch praktisch steuern zwischen alte Warmwasserheizung und Klimagerät, was wir hier verbaut haben. Wie gesagt, ich kann hier eigentlich alles im Fahrzeug prüfen und alles auch checken und dazu gibt es dann eine App. Das ist ja ganz toll. Das heißt, ich kann auf meiner App alles auch von zu Hause aus steuern, wie man es vom Smart Home kennt. Wenn man irgendwas vergessen hat, guckt man auf die App und sieht, aha, ich habe vergessen, das Licht im Bad auszumachen. Dann mache ich das jetzt mal aus. Ich finde es eine gute Sache. Dafür haben wir auch ein größeres EBL verbaut, dass das auch alles funktioniert.
Aber halt die Konnektivität, finde ich, ist ein wichtiges Thema und ich finde es toll, dass Detlefs jetzt auch den Schritt in diese Richtung gewagt hat. Ja, es ist notwendig. Ja. Also es geht einfach alles mehr in die Richtung. Es wird alles miteinander vernetzt. Kennt man ja von zu Hause. Dann haben wir hier noch so einen tollen Auszug mit Wein. Also stauraumtechnisch hier natürlich auch einiges geboten. Der Doppelboden, das habt ihr gesehen, der ist durchladbar auf einer gewissen Stelle. Und dann haben wir hier auch noch schöne Bodenklappen. Auch wenn ich jetzt das hier mal aufmache, ja. Da sitzt zum Beispiel das EBL drin, die Elektrik. Da sieht man auch schon, klar, das ist noch ein Vorserienmodell, da ist noch ziemlich viel Kabelsalat, aber in so einem Fahrzeug, gerade durch diese Konnektivität, ist natürlich sehr viel Kabelsalat auch verbaut. Da haben wir die Wasser, die Druckpumpe, da kommt man gut hin. Aber man hat überall die Möglichkeit, eben noch was reinzuladen. Ja. Ich hätte gesagt, wir schauen uns mal den hinteren Bereich an, weil der sieht halt auch wirklich schick aus. Gut, dann gehen wir mal nach hinten. Man sieht, wir haben hier ein schönes Raumbad. Nach hinten habe ich es auch schon geschlossen. Ich stehe jetzt mal wieder in der Dusche. Komm, ich komme mal in die Toilette. Wir sehen jetzt, wir können das ja, haben wir gerade gesehen, schließen. Das heißt, wir haben hier auch einen separat abgetrennten Badbereich. Du stehst in der Dusche drin, du hast da auch ganz gut Platz. Ich sitze jetzt hier, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Toilette. Und hier sehen wir dann auch nochmal diese Marmoroptik, auch im Bad. Das hat einfach was. Das sieht einfach gut aus, meiner Meinung nach. Mir gefällt es halt wirklich sehr, sehr gut. Schön hell, freundlich. Es ist halt einfach alles deutlich moderner. Natürlich holzlastig, aber dazu muss man auch sagen, Detlefs, Sie haben es vorhin nochmal gesagt, Sie kommen aus dem Allgäu, Sie wollen auch ein bisschen das Allgäu-Feeling. Wollen Sie auch mit reinbringen, diese Hölzer, die sind alle hier aus der Gegend, vom Schreiner und so weiter. Also die Furniere, die verbaut sind, sind aus der Region. Alles aus der Region. Ja. Die wollen einfach das Allgäu-Feeling auch ein bisschen mit reinbringen. Und ich finde gerade, das macht es ja auch so wohnlich und so, ja, und so echt auch irgendwie. Ja. Bei den Doppelbetten haben wir natürlich ein Thema mit der Länge. Das ist jetzt 2 Meter breit, mit der, 2 Meter lang mit der Bettverlängerung. Genau. Das würde mir wahrscheinlich gerade so reichen, aber ich würde wahrscheinlich auch eher zum Einzelbett tendieren durch meine Größe. Ich sag's ja immer dazu, 1,88 Meter groß und Breite haben wir jetzt hier 1,60 Meter. Also von da, das würde auf jeden Fall auch passen. Aber was ich jetzt hier mal erwähnen möchte, ist halt einfach, wie schön das in diesem Doppelbettgrundriss auch aussieht mit diesen beiden Stauschränken links und rechts, die auch einfach das nochmal so ein Stück wohnlicher machen. Es sieht halt wirklich aus wie so eine Art Thron, wenn man da an der Seite hochläuft. Und grundsätzlich gefällt mir das halt auch wirklich schon sehr, sehr gut. Und hier drunter dann halt auch noch zusätzlich. Da kann man noch ausziehen. Genau. Und dann hinten den Keil eben rein. Ja, also ein ordentliches Lattenrost und halt hier nochmal zusätzliche Staumöglichkeiten. Ist hier alles gut gegeben und dann eben noch ein schönes Dachfenster hier die oben. Die Möglichkeit, hier nochmal einen zweiten TV anzubringen. Genau, der wäre dann hier. Ist in dem Fall auch vorbereitet. Hier haben wir noch Kleiderhaken, da kann man noch dann seine Jacken aufhängen. Also Platz gibt es hier auch ordentlich. Ja, vor allem sieht es richtig schön aus. Ne? Du hast auch gerade angesprochen, du bist 1,88, 1,90, genau 1,87. Also wenn man hier gerade steht, wir haben hier gut 1,90 Höhe. Gut 1,90 im hinteren Bereich. Ja. Vorne haben wir sogar 2,08 Meter Innenstehhöhe. Also selbst ein Riese schlägt sich da. Von 2 Meter könnte da ganz gut drin übernachten. Die Dusche, das hast du ja auch gerade demonstriert, die kennen wir aus dem Alpa auch, ja. Aus dem XLI auch. Und da haben wir jetzt auch eine gute Stehhöhe von 2 Meter. Ne? Wenn man genau, das Holzbett rausnimmt, Schuhe wegdenkt, dann kann ich mich hier auch gut bewegen. Wie in der Oberklasse halt und natürlich wie immer Druckpumpe. Klar, ist in dem Segment auch ein bisschen der Standard, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, jetzt möchte ich das Fahrzeug einfach mal nüchtern resümieren. Ich habe mich schon echt drauf gefreut auf den XLI. Jetzt endlich ist er mal da und mir gefällt alles an diesem Fahrzeug einfach echt gut. Es ist auf der einen Seite, muss man sagen, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man hier bekommt. Also sprich Keramikschüssel, Zerhacker-Toilette, natürlich diese ganzen Premium-Gimmicks, die wir drin haben, zum Beispiel der Doppelboden, ne? Und Druckpumpe und alles Mögliche. Wir haben Platz in dem Fahrzeug, wir können das mit bis zu 5 Personen auch benutzen und designtechnisch halt, also wunderschön, Wahnsinn. Also ich sag mal, gerade die letzten Jahre, man merkt ja auch, Detlefs kann Innenraum extrem gut und außen schaut er jetzt auch noch richtig cool aus. Vor allem das Heck. Ja, also und dann mit dem Silber, dann die neue Front mit den 18 Zöllern. Also das Fahrzeug ist innen und außen einfach richtig, richtig schön geworden. Ja,
Das Einzige, was jetzt vielleicht noch fehlt, ist eine ordentliche Solarausstattung ab Werk. Aber wie gesagt, das ist kein großes Problem, da wir das mittlerweile im Handel eigentlich auch zu einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Vor allem können wir es besser auf den Kunden zuschneiden. Richtig. Je nachdem, was der Kunde eben möchte. Aber jetzt würde ich erstmal gerne wissen, was haltet ihr von dem coolen neuen Fahrzeug? Schreibt es uns bitte unten in die Kommentare, bombardiert uns mit Fragen dazu. Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Ja. Genau, also an der Stelle natürlich freuen wir uns über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir werden jetzt noch ganz, ganz viele Neuheiten abfilmen. Es wird noch wirklich sehr, sehr viel auf diesem Kanal kommen. Das heißt, ihr müsst unbedingt, ganz, ganz wichtig, müsst ihr natürlich unseren Kanal abonnieren. Ein kleiner Spaß am Rande. Aber wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt auch die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt. Ja. Und wir bedanken uns. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, oder? Ja, vielleicht schon bei dem Fahrzeug, was da vorne drin steht. Also. Ciao. Tschüssi.